Willkommen. Herzlich willkommen. Sag das nochmal richtig. Herzlich willkommen unseren Football. Football. Und wenn ihr oder keiner abonniert, und klickt auf die Glocke. Und verpasst kein einziges Video. Genau. Also, ich hoffe, jetzt sind die Kinder ruhig beim Foodtour, weil manchmal kann er dazwischen. Ja, also herzlich willkommen zu unserem Foodtour. Wir waren, ich war jetzt eben gerade bei Aldi einkaufen und habe richtig viel gekauft. Ich habe 97 Euro, glaube ich, ausgegeben und ich zeige euch jetzt mal, was ich alles gekauft habe, weil die ganze Küche ist voll. Die letzten Male habe ich es immer aus der Tüte gemacht, aber diesmal dachte ich, ich mache es mal so und zeige es euch so. Also, fangen wir mal an. Ich habe Leckerlis gekauft für Apollo. Einmal so eine Kaurollen. Das hier sind so kleine Leckerlis. Wenn wir mal spazieren gehen mit ihm. Das hört sich auch nicht so, wenn ich spazieren gehen. Also, wenn wir spazieren gehen, kriegt er dann diese kleinen. Dann habe ich Schlagsahne gekauft. Dann habe ich Paprika. Da möchte ich so einen Paprikasalat machen. Und ich mache halt gerne dann in verschiedenen Farben. Mettenden mache ich gerne in eine Suppe rein. Forellenfilet mit Pfeffer, das ist für Keuer. Speisequark habe ich viermal gekauft. Ich möchte gerne einen Käsekuchen backen. Genau, ich muss mal gucken. Ich wusste nicht genau, wie viel man dafür braucht. Deswegen habe ich jetzt einfach vier Stück mitgebracht. Dann habe ich hier so Kichererbsen gekauft. Die esse ich gerne auch mal so in so einem Salat. Kleine Erbsen und Möhrchen, weil die Kinder nicht so gerne das essen. Und ich will dann nicht immer eine große Packung anbrechen. Dann Aufschnitt und zwar so eine Geflügelroulade, nochmal Paprika. Dann habe ich so eine Nudelschinkenratte gekauft. Ich weiß, kann man auch alles selber machen, aber irgendwie geht das meistens schneller. Dann Geflügelsalami in so klein für Ben. Jagdwurst, hier ist nochmal Schlagsahne. Hier ist nochmal Schlagsahne, aber so zum Kochen mit weniger Fett. Dann grüne Äpfel, die isst Mia sehr gerne. Dann habe ich hier so einen Wochenplaner gekauft bei Aldi und da gab es verschiedene Ausführungen, aber den fand ich ganz gut. Also hier konnte man so die Tage hinschreiben und merken, höchste Priorität erledigt und auch diese Dinger finde ich ganz cool und hier besorgen. Das wollte ich uns irgendwo hinhängen, das hat 4 Euro gekostet. Dann einmal nochmal Weichspüler, dann so eine Riesenpackung Kartoffelpüree. Ich weiß, ich kann auch nochmal selber machen, aber es geht halt einfach so. Dann habe ich nochmal mir das Knuspermüsli gekauft, weil das isst sie ganz gerne. Genau. Und dann, das hier ist eine absolute Empfehlung von mir. Das sind diese Rosenbrötchen, die gibt es auch in teuer, aber bei Aldi gibt es sie halt in günstig. Und die schmecken, also hier seht ihr die schmecken so lecker. Und die packe ich für 10 Minuten in unsere Heißluftfritteuse und dann sind die fertig. Und die gibt es dann halt immer mal morgens zum Frühstück halt für die Brotdosen. Nämlich gleich zweimal gekauft. Das finde ich sind die besten Sachen. Dann gab es Pfirsiche, die waren noch ein bisschen reduziert auf 1,30 Euro. Klarspüler für die Geschirrspülmaschinen. Hier ist nochmal Erbsen und Möhrchen in groß. Dann habe ich hatte hier irgendwie voll Bock drauf. Voll viele finden das ja mega eklig, so ein Fertiggericht. Aber ich esse die ehrlich gesagt auch mal ganz gerne. Einfach in die Mikrowelle und fertig. Und für 2 Euro geht das auch mal. Und irgendwie hätte ich da richtig Bock drauf. Dann habe ich hier auch gleich nochmal so ein Geschirrspülmaschinen-Salz gekauft. Dann habe ich dreimal Tortellini gekauft, aber diese frischen. Hä? Du magst keine Tortellini? Nicht so gerne, aber schon. Okay. Ich dachte, du magst die. Genau. Dann habe ich so einen Schoko-Joghurt gekauft. Also Joghurt mit so Stracciatella. Mögen die Kinder ganz gerne. Ihr wisst aber schon, das sind auch Süßigkeiten. Ne? Da ist auch ganz viel Zucker drin in mir. Wir können ja sowas machen wie bei Lia. Das ist ein Bonbon und da kann man zum Beispiel 3 machen. 3 Süßigkeiten pro Tag. Ja, du isst aber nicht 3 Joghurt pro Tag. Bei mir sagt immer so, oh, ich esse was Gesundes, esse ich einen Joghurt. Und dann sage ich mal, nee, das ist nicht so gesund, ne? So, dann auf jeden Fall Möhren, die sind gesund, da kannst du immer welche essen. Die esse ich auch immer. Ja, ich weiß. Einmal Katzenfutter habe ich nochmal mitgebracht. Einen Kidneybohnen, die brauche ich für meinen Bohnensalat. Hier ist nochmal so eine Kochsahne, die sind aber richtig lange haltbar, deswegen habe ich gleich 2 mitgenommen. So ein Salat. Ich kaufe irgendwie immer die schon geschnitten sind, das ist halt so easy. Kidneybohnen nochmal, dann hier so Salzbrezel, die isst Koya richtig gerne und Salzstangen. Dann habe ich hier so einen Weichkäse gekauft mit Chili, also mit Pepperoni. Da habe ich noch einen gekauft mit Pfeffer, den zeige ich euch gleich, den liebt Koya. Ja! Ich kann den Obi holen. Du kannst Obi holen? Ja. Ja, aber dann musst du dir Schuhe anziehen. Ja. Willst du auch Obi holen? Ja. Willst du hier bleiben? Okay.
Weil wir grillen jetzt nämlich gleich noch. Dann habe ich hier Muffins gekauft. Übrigens, das ist meine Lieblingssorte Schoko. Ja, ich war mir nämlich nicht mehr sicher. Deswegen habe ich die gekauft, wo beide Sorten drin waren. So, jetzt brauchten wir mal wieder. Hier sind nochmal so Pfirsich-Maracuja-Joghurt. Diese kleinen, die nimmt mir ja auch ein bisschen mit zur Schule. Kekse. Dann habe ich hier so eine Krakauer, die esse ich immer richtig gerne. Dann neue Zahnbürsten. Bei mir braucht er eine neue Zahnbürste. Einmal Sahne, weil wir essen nämlich sonntags. Das ist jetzt momentan immer so unser Ritual, dass wir dann alle zusammen Kuchen essen. Und dann essen die meistens Sahne. Also Koya nicht. Koya mag keine Sahne und ich esse die auch nicht so gerne. Bei mir und mein Papa essen Sahne. Hier ist dieser Weichkäse mit Pfeffer. Also den liebt Koya richtig. Nochmal Kidneybohnen. So, dann waren ein paar Sachen reduziert. Sind alle noch haltbar, aber die werde ich dann teilweise halt einfrieren. Und zwar sind das hier zum Beispiel so Angus Burger. Sowas isst Koya halt gerne. Das wird alles reduziert. Das ist alles Hackfleisch. Das werde ich auch komplett einfrieren. Und das ist so ein Rumpsteak, weil wir jetzt grillen. Genau, auch reduziert. Dann hatte ich hier nochmal diese Zwiebeln. Das waren die letzten, die es gab. Also von diesen Gemüsezwiebeln. Die sehen nicht mehr ganz so teuer aus, aber ich brauche die unbedingt für meinen Salat. Dann habe ich hier nochmal einmal Schinken. Dann habe ich ja gesagt, wir essen dann immer Kuchen. Und also nicht nur wir, sondern Oppi isst auch mit und seine Freundin. Und allgemein, ich will immer was da haben. Und hier ist das Coole, du kannst dir halt so immer in einzelnen Teilen rausnehmen. Und das ist Bienenstich. Den ja, okay. Dann geht jetzt los mit seinem Laufrad, holt Oppi. Dann Bienenstich, den isst Koya gerne. Dann Apfelstreuselkuchen, das kann ich euch übrigens auch empfehlen. Den könnt ihr auch einzeln rausnehmen und für irgendwie anderthalb Minuten in die Mikrowelle packen. Schmeckt wie frisch aufgebacken. Also mega geil. Dann habe ich hier nochmal so einen Pflaumenkuchen. Kartoffelpuffer für Ben, die isst Ben gerne, mir auch, aber Ben auf jeden Fall richtig gerne. Das ist Bens Lieblingseis, das musste ich letztens dann in teuer kaufen, das ist so krass. In teuer kosten 5 Stück 2,99 und hier habe ich für, nee, das sind die gleiche, ist die gleiche Größe. Und hier kosten 6 Stück, ich glaube 1,39, deswegen habe ich gleich 2 mitgebracht, weil bei Revo oder so gibt es dann immer nicht die günstige Variante. Dann habe ich Mars-Eis. Also ich habe echt zugeschlagen. Ich bin sehr hungrig einkaufen gegangen. Mars-Eis und Snickers-Eis und Snickers-White vor allen Dingen. Oh ja, du willst am liebsten alles essen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie die schmecken, aber das hier ist mein Lieblingseis in so einer Waffe. Buttermilch, Zitrone, genau. Aber so bei der Eisdiele ist was anderes, mein Lieblingseis. Und dann Eis am Stiel, so ein Vanille und darüber ist so Orange. Beim Eis am Stiel ist es Split-Eis, ne? Und bei der Eisdiele ist es Kinder Bueno. Und hier ist es halt Butter, Milch, Zitrone. Genau, ja, das war unser Einkauf. Ich zeige es euch nochmal. Ja, 100 Euro. Und ich habe das Gefühl, ich habe zwar viel gekauft, aber gar nicht so viele so Gerichte, wo ich sagen kann, wir essen jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch was von. Aber ja, ich kaufe natürlich auch Sachen so zum Einfrieren und dann hole ich die irgendwann anders mal raus, wenn ich sie brauche. Ne? Genau, also unser 100 Euro Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sag mal, du hast das letzte Wort, Mia. Tschüss und abonniert die Glocke. Die Glocke? Die Glocke. Die Glocke. Abonniert die Glocke. Nein, abonniert uns, ne? Ja, die Glocke. Nicht, drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Daran merkt man, dass die Kinder zu oft YouTube gucken. Okay, tschüss.